Schlüsselbeweise im Keppelfall verschwunden. Kannst du nicht aufhören zu grübeln? Du quälst dich doch nur selbst. Ich kann das hier nicht ignorieren. Wenn ich die Zeitung aufschlage, starren die Schlagzeilen mich an. Niemand wird dir vorwerfen, dass du diese Beweise weggegeben hast. Lass dir von der Presse keine Schuldgefühle einreden. Es war für Pater Michaels Seelenheil. Pater Michael. Michael ist nur einer von vielen. Die Familien haben auf eine Klärung gehofft, verstehst du? Ich lasse hier einige Leute vor die Hunde gehen. Und das nur, um einen einzigen Mann zu decken. Sieh an, langsam setzen sich bei dir bessere Einsichten durch. Was ist deine Freundschaft wert? Ich gehe ran. Hallo? Das tut mir sehr leid. Sie äußert sich nicht zu diesem Fall. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Warten Sie bitte. Das Büro vom Generalstaatsanwalt ist dran. Sag Ihnen, ich bin nicht da. Ich kann nicht. Tut mir leid, Miss Wainwright ist auf dem Weg ins Büro. Versuchen Sie es doch da. Gern geschehen. Julia, diese Leute sind keine Zeitungsverleger. Ich glaube nicht, dass du sie ewig so hinhalten kannst. Ja, aber ich brauche nur etwas Zeit, verstehst du? Zeit, um meine Spuren zu verwischen und Halbwahrheiten zu formulieren, die meine Arbeit in den letzten Jahren rechtfertigen, damit ich in der Öffentlichkeit nicht als unfähig dastehe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann doch so keinem gegenübertreten. Julia, kannst du denn nicht bitte... Ich bin zu Hause. Ich bin Scott. Wer sagt's denn? Scott kann ich nicht wegschicken. Sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist. Das Haus war abgeschlossen und niemand hat aufgemacht. Ich hoffe doch, dass Sie trotzdem reingekommen sind. Natürlich kamen wir rein, aber wir haben nichts gefunden. Der Kerl hat sich versteckt. Sie können doch nicht weit sein, also veranlassen Sie alles Notwendige. Ja, Sir. Ich kenne Gina und Mason. Sie wollen das Spielchen hinauszögern, aber das lasse ich nicht zu. Durchsuchen Sie nochmal jedes Loch, in dem die beiden sich versteckt haben könnten, und schaffen Sie mir die Papiere her. Haben Sie mich verstanden? Sicher. Worauf warten Sie? Fangen Sie schon an. Vergiss es, Sisi. Das wird dir nicht helfen. Er dreht durch, wenn er erfährt, dass wir uns hier versteckt haben. Du bist genial. Ganz einfach genial. Was tust du da? Hast du vergessen, dass ich keinen Champagner vor dem Frühstück trinke? Keinen Alkohol. Willst du dich hier betrinken? Stell dir doch nur mal vor, es kommt jemand runter und entdeckt uns. Keine Angst. Von diesem Zeug trinke ich nicht mal, wenn du mich dafür bezahlst. Nicht mal ein guter Bourbon ist da. Was tust du da eigentlich? Nur die Ruhe. Du wirst es gleich verstehen. Der alte Mason wäre ganz aus dem Häuschen, wenn er das hier sehen würde. Es sind nur noch zwei Flaschen übrig. Paul Rogers, Jahrgang 49. Ich würde sagen, klingt unbezahlbar. Ja, ich weiß auch nur, dass ungefähr 3 Nullen auf dem Preisschild stehen. Er wurde aufgehoben für einen besonderen Anlass. Aber ich denke nicht, dass unser gutes altes Väterchen heute in der Stimmung sein wird, zu feiern. Und du? Ich halte es für ein gutes Versteck. Genau hier. Ich empfinde solche Schmerzen und ich habe mich gefragt, ob du existierst. Aber als ich heute Morgen den Sonnenaufgang sah, war das für mich wie eine Antwort. Ich fange wieder an zu hoffen, denn ich habe heute etwas Wunderbares erlebt. Eins weiß ich jetzt. Du gibst uns jeden Morgen neue Zuversicht und ich danke dir dafür. Ich hoffe, du hilfst mir immer wieder, mich daran zu erinnern. Ich bitte dich, beschütze meinen Mann und mein Baby auch. Und wenn sie sich fürchten, würdest du dann ihnen bitte die Sonne zeigen und ihnen sagen, dass ich hier auf sie warten würde. Und dass wir die Sonne sehen können, wenn sie nach Hause kommen. Ich danke dir.
Heißt das etwa, dass du in den Fall von Zack Carden verwickelt bist? Ja, aber das war nichts Besonderes. Ich meine, sie waren sich bereits ziemlich sicher, dass Zack Carden ihr Mann ist und ich konnte ein bisschen helfen, das zu beweisen. Also, ich finde, das Ganze klingt so, als wäre es sehr gefährlich gewesen. Oh, nein, ich meine, wir hatten die ganze Zeit Funkkontakt. Sie konnten hören, was geschieht und wären in einer Sekunde da gewesen, falls der Typ durchgedreht wäre. Du erzählst mir hier tatsächlich, du warst allein mit diesem Mann in einem Zimmer. Also, das ist ja... Du bist sehr tapfer. Oh, danke schön. Aber weißt du, ich hab's ja schon gesagt, sie konnten alles hören, was geschah. Und daher war es im Grunde gar nicht so tapfer. Naja, ich streite nicht gern mit dir, aber was mir am Herzen liegt, ist, kann ich irgendetwas für dich tun? Kann ich dir nicht helfen? Nein, 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 das ist verrückt. Das ist Unsinn. Ich bin schon reichlich dafür belohnt worden. Ich kann gar nicht sagen, wie schön das Gefühl ist, auch mal etwas Gutes zu tun und dabei zu helfen, dass sich etwas ändert. Das bedeutet mir sehr viel. Ich verstehe, aber fällt dir wirklich nichts ein, was ich für dich tun könnte? Naja, also, da gibt's ja eine Kleinigkeit. Na, sag schon. Würdest du es für dich behalten, wo wir uns damals kennengelernt haben? Weißt du, niemand hat eine Ahnung ausgenommen. Naja, Cruz und Pater Michael wissen es natürlich. Aber sonst haben die meisten keine Ahnung und... Ich habe einen guten Job hier und bin vollständig raus aus dem Geschäft. Ich fange ein neues Leben an. Also, soweit es mich angeht, treffen wir uns hier zum ersten Mal. Und es ist mir ein Vergnügen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wer ist das? Dad, warte, ich verstehe das nicht. Ich dachte, du würdest dich über die Papiere freuen. Ich meine, jetzt, wo du die Papiere von Julia hast, wozu dann die Aufregung? Die sind doch gar nicht von Julia, mein Junge. Das versuche ich schon die ganze Zeit zu erklären. Irgendjemand muss sie haben. Mason hat sie gestohlen, nicht ich. Also, Moment mal, das letzte Mal, als ich hier war, hat er noch für dich gearbeitet, oder? Wieso hörst du nicht zu? Mein Sohn Mason will 10 Millionen Dollar von mir. Sonst geht er an die Öffentlichkeit und behauptet, ich hätte ihn zum Diebstahl angestiftet. Dabei würde ich das verdammte Geld lieber den Familien geben, aber mein... Anwalt sagt, das wäre wie ein Geständnis. Das ist meine Wahl. Gina und Mason oder mir geht's an den Kragen. Heißt das, du hättest Schuld? Ich versuche dir zu erklären, dass mein eigener Sohn mich erpressen will. Und du stellst ausgerechnet mir die Frage, ob ich nicht doch vielleicht ein skrupelloser Typ bin. Tut mir leid, die Sache war von Anfang an eine schmutzige Angelegenheit. Ich will die Wahrheit wissen. Nur zu, deine Mutter denkt das ebenfalls. Ich verdiene es nicht besser. Dad, niemand verdient es, dass man ihm sowas antut. Nett von dir. Oh nein, es darf nicht wahr sein. Ich hasse das. Ich hasse es, dass zwei Menschen, an denen mir sehr viel liegt, sich so... Ich hasse es, dass du schlaflose Nächte hattest, in denen du dich gefragt hast, was ist das für eine Familie? Dad, ich liebe diese Familie. Wie schaffst du das nur? Weißt du, du bist mein Sohn und Mason ist mein Sohn. Und dabei unterscheidet ihr euch wie Tag und Nacht. Du tust niemandem weh, den du liebst. Und Mason scheint nur dazu fähig zu sein. Oh Gott, ich hatte gehofft, dass Mason ein besserer Mensch geworden wäre. Jedenfalls besser als noch vor 2 Jahren. Das hoffte ich auch. Masons Gefühle liegen dicht an der Oberfläche. Er kann sie verstecken, aber nicht begraben. Die kleinste Erschütterung und die Risse öffnen sich wieder. Und verschlingen uns beide. Als erstes von den 10 Millionen Dollar leisten. Du könntest das Casino kaufen, wo wir uns getroffen haben. Das wird dir doch gefallen, oder? Ich verrate dir jetzt was, Kleine. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist C.C. Capwells Visage, wenn ich ihm eröffne, dass ich sein Geheimnis an die nächste Litfaßsäule nageln werde. Klingt ganz nett, aber deine Miete musst du selbst bezahlen. Ich persönlich habe den Wunsch, nie wieder Miete zu bezahlen, egal wo ich wohne. Weder für die Wohnung in Palm Springs, noch für das Penthouse in der Park Avenue, noch für die Plantage in Maui. Willst du etwa Ananas anbauen? Klar, wieso nicht? Dann höhlen wir sie aus und füllen sie mit diesem Zeug. Also, fällt dir denn gar nichts Verrücktes ein, das du dir kaufen willst? Eigentlich nicht. Vielleicht besorge ich mir ein paar neue Anzüge. Was denn? Etwa rein kieselverzierte Jackets oder sowas? Hey, wie wär's denn mit einem passenden Hutband für deinen Cowboy-Hut? Und dieses Mal kannst du es mit echten Diamanten besetzen lassen. Was denkst du, wie das glitzert? Naja, wer weiß. Vielleicht finde ich jemanden, der mir das hier nochmal nachschneidert.
Was? Was soll denn das sein? Was ist das? Das Zeug hier musste ich vor 25 Jahren von meinem Vater verstecken. Ich nenne es nur meinen Geburtstagsanzug, denn den habe ich getragen, als ich auf die Welt gekommen bin. Ich und Dusty. Wer ist denn Dusty? Tja, Roy Rogers hatte Trigger und der Lone Ranger hatte Silver. Dusty war besser als alle zusammen. Er war in der Lage, sich auf Kommando totzustellen, sodass die Indianer dachten, er wäre tot. Und dann ist er aufgesprungen und hat sie erschreckt, dass ihnen die Federn vom Kopf gefallen sind. Dusty war der Beste. Ist Dusty ein richtiges Pferd gewesen? Jedenfalls war es das für uns. Wen meinst du mit uns? Mich und Mason. Natürlich, das hatte ich vergessen. Weißt du, eigentlich begann ich erst zu existieren, als Mason 5 war, vielleicht schon 6. Damals kriegte er das Kostüm zu seinem Geburtstag. Sobald er es anhatte, war er in seiner eigenen kleinen Welt. Da ist er sicher gewesen. Brauchte keine Mama und fürchtete sich nicht in der Dunkelheit. Der kleine Sunny, er rief nie nach seiner Mama. Und er liebte die Dunkelheit. Er machte ein Lagerfeuer und sang Lieder und zählte die Sterne. Aber dann ist sein Daddy gekommen und hat versucht, alles zu ändern. Rosa, was riecht hier so? Rosa, ist etwas angebrannt. Nein, Mason, was tust du denn da? Ich heiße doch gar nicht Mason. Schon vergessen? Ich habe doch einen Cowboy-Namen. Mister, dein Name interessiert mich jetzt nicht. Was tust du nur? Du machst ein Feuer mitten im Haus. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Woher hast du überhaupt die Streichhölzer? Aber Dusty und ich, wir müssen uns doch etwas zu essen machen. Ist dir denn nicht klar, wie gefährlich das hier ist? Verstehst du das nicht? Was ist denn nur los mit dir? Das ganze Haus könnte abbrennen. Deine Schwester und dein Bruder könnten umkommen. Siehst du nicht, was da passieren kann? Wie kannst du nur so etwas machen? Das tut mir aber leid. Das ist nicht gesund, Mason. Ich will, dass du mit diesem Spiel aufhörst. Zieh bitte diese Sachen aus. Daddy, nein, ich bin auch wieder artig. Ich mein's ernst. Zieh sie bitte aus und pack sie weg oder ich mache es selbst. Ich will, dass du das Spiel nie wieder spielst. Tja, Mason packte die Sachen dann weg, aber er hat sie niemals vergessen. Manchmal, wenn er unbeobachtet war, ist er runtergeschlichen und hat sie angezogen. Ab und zu haben wir nur so da gesessen, weil niemand mich sehen sollte. Aber er hasste es, ein Geheimnis aus Sunny zu machen. Niemand kann sich vorstellen, wie sehr er es gehasst hat. Ja, deshalb fand Sunny wohl auch wieder zu ihm zurück. Ja. Er ist zu seinem eigenen Herrn geworden und hat keine Verwendung für das richtige Besteck oder die richtigen Worte. Er geht nicht in die richtige Schule und er muss nicht mehr das tun, was Daddy sagt. Und nicht mal die richtige Frau heiratet er. Und ein Durchsuchungsbefehl? Das ist nicht so einfach. Wie einfach wollen Sie es denn haben, Julia? Wenn Sie die Unterlagen wiederhaben wollen, klopfen wir kurz an Cecys Tür. Wer sollte sie denn sonst haben? Ich gebe Ihnen ja recht, er hat ein handfestes Motiv, aber das ist zu wenig. Der Verdacht, den wir haben, genügt nicht, um einen Fall daraus zu machen. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mit diesem Verbrechen durchkommen soll. Sehen Sie, ich würde liebend gern beweisen, dass die Capwells darin verwickelt sind, aber ich kann in dieser Sache nichts unternehmen. Wie sollen wir das verstehen? Heißt das, Sie geben auf? Natürlich gibt sie nicht auf. Sie wird neue Ermittlungen in die Wege leiten. Und die Capwells werden alles versuchen, um das zu verhindern. Die bestechen doch die gesamte Polizei, wenn es sein muss. Die Polizei muss das Geld ja nicht nehmen, Scott, komm schon. Wir müssen uns ein wenig Hoffnung bewahren. Ich versuch's ja. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, Julia. Ich sehe in Ihr Gesicht und kann keine Hoffnung darin erkennen. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich hatte zumindest einen Anruf von Ihnen erwartet. Eine Bestätigung, dass wir an dem Fall dranbleiben. Aber ich muss herkommen, damit ich Sie überhaupt sehe. Das tut mir leid. Ich weiß ja auch nicht, wo mir zurzeit der Kopf steht. Also, ich bin nicht hergekommen, um Sie zu stressen. Sie haben aber das Recht, das zu tun. Weil Sie Ihre ganze Energie in diesen Fall gesteckt haben. Genau wie Sie. Denken Sie, das wüsste ich nicht. Ich will, dass Sie ehrlich zu mir sind, auch wenn es wehtut. Wie stehen die Chancen, dass wir die Unterlagen wiederbekommen können? Ich denke, dass nur geringe Chancen bestehen. Tja, was ist? Machen wir nun weiter oder nicht? Wir können es versuchen. Julia, bitte sagen Sie uns die Wahrheit. Ich fürchte, ohne die entwendeten Papiere gibt es auch keinen richtigen Fall.
Eben, das ist Celeste. Sie ist eine Freundin von Pater Michael und Cruz. Hallo, sehr erfreut, Celeste Di Napoli. Tut mir wirklich leid, ich wollte Sie nicht aufwecken. Ich wollte auch nur mal hören, ob es Neuigkeiten vom Baby gibt. Oh, ich dachte, dass Cruz Sie vielleicht hergeschickt hat. Nein, Schätzchen, nichts Neues. Aber ich bin sicher, dass Sie bald etwas hören. Ich bin überzeugt, dass Sie sie finden. Ich meine, Ihr Mann ist ein fantastischer Polizist und Pater Michael ist ebenfalls nicht übel. Wo auch immer Zack steckt, Sie werden ihn verfolgen und Sie werden ihn finden. Da bin ich ganz sicher. Übrigens, Celeste war bei Pater Michael und Cruz, als Sie Zack verhaften wollten. Sie waren da? Ja. Ich war da. Sie hatten die ganze Arbeit und ich war so eine Art Lockvogel. Aber wenn Sie in der Nähe von Zack Kirton waren, dann haben Sie Ihr Leben riskiert. Ich erscheine Ihnen vielleicht etwas überrascht, aber ich habe Sie noch nie zuvor gesehen, obwohl Sie doch bei der Polizei sind. Nein, eigentlich bin ich auch keine Polizistin. Sind Sie nicht? Nein, ich hatte nur schon so viel über Sie gehört, von Pater Michael, und da wollte ich helfen. Sie kennen mich doch nicht. Das war ganz egal. Ich kann das wirklich nur schwer erklären. Hören Sie es. Es tut mir leid, ich wollte eigentlich auch gar nicht so reinschneiden und ich weiß, Sie sind wahrscheinlich sehr müde und das ist bestimmt nicht die beste Zeit für Besucher und so etwas. Also ich denke, ich werde besser gehen. Celeste, warten Sie. Sie wissen ja, ich habe viel durchgemacht in letzter Zeit. Ich meine, ich dachte immer wieder an Zack Kirton, denn er hat mir immer wieder wehgetan und ich kann nicht erwarten, dass ich mein Baby zurückbekomme. Und dann kommt auf einmal jemand wie Sie herein und ist so mitfühlend und hat etwas so Anständiges gemacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin froh, dass Sie hier waren. Wenn diese Unterlagen unsere einzigen Beweise waren, dann hätte man sie so sicher aufbewahren müssen, dass niemand rankommt. Sie waren im Tresor vom Museum. Wo hätte Julia sie denn aufbewahren sollen, damit sie sicher sind? Wissen Sie, vielleicht ist es ja mein Fehler. Ich habe gedacht, perfekt. Hier haben wir eine Frau, die Capwells besser kennt als sonst jemand. Ja, sie weiß aus erster Hand, wie sie Menschen benutzen, wie egoistisch sie sind. Sie wird es diesen Idioten schon zeigen. Aber ich habe mich zu früh gefreut, Julia. Sie waren zu lange mit diesen Leuten zusammen. Sie haben eine Vergangenheit und sogar ein Baby der Capwells. Also, Moment mal. Nein, nein, Sie haben ja recht, auf mich zornig zu sein. Aber wenn Sie denken, dass ich mich nicht traue, Mason zu geben, was er verdient, bloß weil ich einmal in ihn verliebt war, dann liegen Sie völlig falsch. Wirklich, weil ich nichts lieber sehen würde, als dass dieser Mann für immer unschädlich gemacht wird und dass es nicht geschieht. Das tut mir mehr weh, als Sie sich überhaupt vorstellen können. Ich sag Ihnen, wem es mehr wehtun wird als sonst jemandem. Norma Jacobs. Wer ist Norma Jacobs? Scott wollte heute Nachmittag mit ihr essen gehen. Ihr Mann war einer der Männer, die auch an Krebs gestorben sind. Sie hat 6 Kinder. Ah. Richtig. Wir wollten heute feiern. Auf die Justiz anstoßen. Ich weiß nicht, wie ich ihr noch in die Augen sehen soll. Vielleicht sollten Sie an meiner Stelle hingehen. Vielleicht sollte ich das. 12 Uhr im Dschungel. Ich sag ihr, dass sie kommen werden. Aber ich werde ihr die Neuigkeit nicht erzählen. Das überlasse ich Ihnen. Geht es los? Wirst du ihn anrufen? Dann verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen. Wo steckst du? Na, in der Nähe von 10 Millionen Dollar, hoffe ich. Hast du das Geld? Im Safe vom Schlafzimmer. Also, dann erinnere dich mal an die Kombination und dann kannst du das Geld auch gleich runterholen. Ich komme mit den Papieren, bevor du das Wort Erpressung aussprechen kannst. Mason, ich gebe dir wirklich keine... Er kommt hierher. Dann hole ich mal das Geld. Ich helfe dir. Thank you.
zum Teufel machst du bloß? Hallo, Ted. Ich wusste ja gar nicht, dass du an der Party teilnehmen wirst. Ich konnte nicht glauben, was Dad mir erzählt hat. Ich dachte, es wäre endlich vorbei damit. Ich dachte, du wärst ein Mitglied dieser Familie. Du merkst es wohl nie, Ted. Diese Familie hat es doch nie gegeben. Ich kenne nur C.C. Capwell und seine Satelliten. Oh, solange du tust, was er will und denkst, was er verlangt, nennt er es Familie. Aber er kennt nicht die Bedeutung des Wortes. Aber du kennst sie, ja? Du verbringst nicht mal eine Stunde mit deinem Bruder in 6 Monaten. Ich muss mal bitten, Eden im Krankenhaus zu besuchen, während sie den ganzen Kummer gehabt hat. Vergiss mich. Du hast keinen Menschen mehr, außer der... Oh, C.C., wir wollen nur das Geld abholen. Wo sind die Papiere? Einen Moment. Ich will zuerst das Geld nachzählen. Mach bitte auf. Du bist unglaublich. Also, ich habe keinen Taschenrechner dabei, aber das sieht aus wie... ein Koffer voll mit 5 Millionen und ich nehme an, die anderen sind da drin. Die Papiere, Mason. Nein, jetzt noch nicht. Leider habe ich sie nicht hier. Du hast gesagt, du hast sie. Was für ein Spiel ist das? Oh, ich habe sie, aber du musst dir etwas einfallen lassen, um sie zu finden. Mason, das Ganze ist ekelhaft genug. Spiel nicht mit mir. Herrje, ich habe gehofft, wir trinken zuerst eine Flasche Champagner und feiern, aber wenn du nicht in der Stimmung bist... Champagner? Bist du denn verrückt? Ich habe gehört, 49 war ein sehr guter Jahrgang. Ted, bitte geh runter in den Weinkeller. Anscheinend liegen die Papiere beim Paul Roger. Das musst du mir erklären, Mason. Ich kann nicht verstehen, wieso du diese Spielchen spielst. Er will wissen, wieso. Hier. Vielen Dank. Bis dann. Tja, die haben auch noch nichts gehört. Wenn sie etwas wüssten, hätten sie dich ganz bestimmt angerufen. Denkst du, dass es ihm gut geht? Bitte entschuldige. Ich meine, was sollst du auch sagen? Woher sollst du das wissen? Es tut mir leid, ich darf solche Fragen nicht stellen. Es ist nur, ich denke, wenn es ihm gut geht, dann ruft er auch an. Also, Schätzchen, ich kenne Gründe, warum er sich nicht meldet. Vielleicht gibt es kein Telefon, wo er sich im Moment aufhält. Vielleicht muss er gerade Zack überwachen. Und wenn er das tut, dann bedeutet es, er beobachtet ihn von einem sehr ruhigen, versteckten Platz aus. Deswegen meldet er sich nicht. Ich kenne ein paar hundert Gründe. Und alle laufen darauf hinaus, dass er die Sicherheit des Babys nicht gefährden will. Genau das rede ich mir auch ständig ein. Aber die Zeit vergeht und ich habe überhaupt nichts von ihm gehört. Komm, wir gehen in die Küche. Mom, ich habe keinen Hunger, wirklich nicht. Ich weiß, dass du keinen Hunger hast, ich übrigens auch nicht. Aber wir gehen in die Küche und kochen. Wir kochen etwas so Kompliziertes und so Exotisches, dass wir den ganzen Nachmittag brauchen und uns voll konzentrieren müssen. Und wenn es irgendetwas Essbares wird, geben wir es den Obdachlosen. Mom? Ja? Ich kann nicht kochen. Ich weiß, Schätz. Aber es wird schon klappen. Was würde ich nur ohne dich tun? Norma Jacobs? Sie müssen die Anwältin sein. Ja, wie geht es Ihnen? Ich nehme an, Scott hat Ihnen gesagt, dass ich an seiner Stelle komme. Es ist mir ein Vergnügen, endlich die Frau kennenzulernen, die den Capwells die Stirn bietet. Na sowas. In den Horoskopen scheinen Sie ja manchmal sogar die Wahrheit zu schreiben. Horoskope? Ja, in meinem stand heute, dass jemand, der mir Geld schuldet, noch vorbeikommen wird. Und du bist ja auch gekommen, Süße. Ich wollte schon zu dir kommen und richtig böse werden. Also, DJ, so ein Ton, meinst du nicht, das schadet deinem ach so guten Image? Ich bin nicht der Einzige mit einem Imageproblem. Deins könnte sich auch verschlechtern, wenn ich herum erzähle, dass du mich kaufen wolltest. Du bekommst bestimmt bald alles, was du verdient hast. Oh ja, klar, waren es ein paar Wochen oder ein paar Monate? Wie lange soll ich noch warten? Ich weiß nur eins, es war kein Scheck in der Post, obwohl ich meine Augen offen gehalten habe. Offenbar haben wir beide Probleme mit der Post. Ist das nicht ein großer Zufall? Was soll das bedeuten?
Alle meine Verrechnungschecks gingen an meine alte Adresse, also an Ginas. Naja, und sie hat meine Post dummerweise nach New York geschickt. Mit dem Vermerk unbekannt verzogen, deshalb konnte ich dich ja auch nicht bezahlen. Ist das nicht schrecklich? Oh, schockierend. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass die Papiere gestohlen wurden, Mrs. Jacobs. Sie waren enorm wichtig für den Fall. Ich wusste es. Tut mir leid, aber ich denke nicht, dass wir den Fall noch gewinnen können. Es ist wirklich sehr schwer für mich, Ihnen das zu sagen. Naja, wie heißt es? Hauptsache, wir haben es versucht. Und selbst wenn wir kein Geld dafür kriegen, die Menschen werden in der Zeitung darüber lesen. Sie werden doch erfahren, dass Anklage erhoben wurde, oder nicht? Möglicherweise. Ich meine, diese Firmen müssen doch endlich aufhören, diese Chemikalien auf den Bohrinseln zu verwenden. Das bedeutet, dass andere Männer nicht so sterben wie Teddy. Das hoffe ich auch. Das war's wert. Ich will Ihnen danken für alles, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihnen das nie vergessen. Männer wie Cece Capwell werden immer gewinnen. Nicht immer, Scott. Du hast leicht reden. Du bist früher nie schikaniert worden. Dein Vater war auf der anderen Seite des Machtgefüges, auf der Capwell-Seite. Jetzt reicht's. Ich weiß, du bist frustriert. Trotzdem solltest du nicht unschuldige Menschen angreifen, die nichts damit zu tun haben. Unschuldig? Unschuldig ist nicht das Wort, das mir einfällt, wenn ich an Arthur Donnelly denke. Jetzt mal ehrlich. Erzähl mir nicht, dass dein Vater niemals seine Macht missbraucht hat. Mein Vater widmet sein Leben der Rettung von Menschen, das deines Vaters oder Tom Jacobs. Steck ihn also bitte nicht in dieselbe Schublade wie Cece Capwell. Ach. Tut mir leid. Es wäre besser, du lässt mich allein. Ich bin wirklich sauer und ich will dich nicht verletzen. Hallo, Mama. Ich war heute bei dieser Lady, die ich nie zuvor getroffen habe. Aber vor einer Weile habe ich ihr einen kleinen Gefallen getan. Ich sagte ja, ich würde versuchen, mein Leben irgendwie zu ändern und anscheinend ist das der rechte Weg. Und dieser Frau zu helfen, gehört irgendwie dazu. Es ist eine lange Geschichte, wie dem auch sei. Ich wollte ihr irgendwie dafür danken. Immerhin gab sie mir die Chance, etwas Richtiges zu tun. Etwas Gutes. Aber stattdessen dankte sie mir. Ich habe ihre Augen gesehen. Und das war ganz eigenartig. Ich fühlte dich. Ich wusste, du warst da. Und ich wusste, dass du mich lieb hast. Scott, ich will dich nicht allein lassen. Ich will nur, dass du fair bist. Du solltest aber verstehen, dass mir das zurzeit sehr schwer fällt. Du trägst nicht die Verantwortung dafür, dass der Fall gescheitert ist. Die Menschen haben mir ihr Vertrauen entgegengebracht. Ich habe in ihnen falsche Hoffnungen geweckt, ihnen einfach zu viel versprochen. Aber du hast doch nicht gewusst, dass die Hoffnungen falsch sind. Immerhin hast du es versucht, du hast alles getan, was du konntest. Wieso diese Selbstverwirrung? Wieso du hast keine Schuld, dass es schiefgelaufen ist. Wieso kannst du mir nicht ganz einfach erlauben, dass ich völlig enttäuscht bin? Stattdessen analysierst du hier wieder herum und... Ich versuche doch, die Dinge nur in die richtige Perspektive zu rücken. Aber vielleicht will ich das jetzt gar nicht hören. Ich kann deine Perspektiven jetzt nicht gebrauchen. Ich will allein sein. Das braucht jeder von Zeit zu Zeit. Ja, ich denke, du brauchst es mehr als sonst jemand, den ich kenne. Und schon hast du wieder mal recht. Ein Tropfen davon vergoldet. Immerhin kostet ein Schluck davon mindestens 1000 Dollar. Ich denke, wir können es uns leisten. Ah, du kommst genau richtig, um mit uns anzustoßen. Und worauf stoßen wir an? Auf die arme, dumme Julia, die doch noch wie nasse Pappe zusammenbrach? Oder greifen wir lieber zurück auf den großen, alten, bösen Daddy, wegen dem du schon immer so gerne gejammert hast? Willst du denn aufhören? Um Himmels Willen! Ich meine, dein Vater und ich sind nicht die einzigen Verlierer.
Sie wird immer gleich so gereizt, wenn sie verliert. Sie war noch nie besonders gut im Verlieren. Also ehrlich, kommt schon, füllt eure Gläser, lasst uns feiern. Es gibt eine Menge zu feiern. Da wäre eine Witwe, die hat 6 Kinder und das Älteste wollte eigentlich gerne Jura studieren, um die Welt zu verändern. Und dass das nicht geht, verdankt es dir. Denn selbst wenn es gefördert wird, wird es zu Hause bleiben und die Geschwister hüten, damit die Mutter arbeiten gehen kann und Geld verdient. Also, das klingt ja tatsächlich nach einer großen Abrechnung, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Aha, ich verstehe. Wirklich, ich verstehe. Zeit war schon immer eine sehr kostbare Ware. Und wenn ich an die ganze Zeit denke, die ich damit verbracht, verschwendet habe, Entschuldigungen für dich zu suchen, wird mir heute noch übel. All die Zeit, als ich dachte, ich ertrage es keine Minute mehr. Aber ich habe mir gesagt, du hast ja schließlich ein Trauma und meine Tochter braucht einen Vater. Ja, sie braucht einen Vater, aber nicht dich. Zieh ja Samantha da nicht mit rein. Sie ist das Einzige, was von dir geblieben ist und auf das du mit Stolz blicken kannst. Und selbst das noch hast du zerstört. Mein Gott, eigentlich verdienst du doch gar kein Kind. Und sie verdient es nicht, dass du sie beeinflusst. Versuch ja nicht, sie noch mal zu sehen. Das lasse ich mir nicht verbieten. Ich veranlasse ein Besuchsverbot, falls du es wagen solltest. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Eden, es tut mir leid. Ich sehe ein, dass du schon genug Sorgen hast. Nein, ich bin Mitglied dieser Familie und ich will auch wissen, was passiert. So musste es ja enden. Die beiden lernen niemals dazu. Mom, ich habe Dad noch niemals so gesehen. Es hat ihm total die Sprache verschlagen. Und was habe ich damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ihm schlecht geht und vielleicht kannst du auch mal etwas Zeit für ihn opfern. Mom, von mir aus musst du nicht jede Sekunde mit mir verbringen. Ich bleibe hier. Das ist völlig zwecklos. Er hätte sehen müssen, dass es so kommt. Ich habe ihn gewarnt, dass dieser Fall gefährlich für ihn ist. Ich kann doch gar nichts tun. Du könntest... Du musst gar nichts sagen. Du könntest ihm aber das Gefühl geben, dass einer da ist, der ihn unterstützt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Julia kommt rein und macht eine große Szene. Du wirst deine Tochter nie wiedersehen. Dann der Donner, dann die Blitze. Sie hat keine Ahnung, dass es dir völlig egal ist. Halt die Klappe, Gina. Was hast du gesagt? Ich will jetzt nur nicht über Samantha sprechen. Ist das klar? Oh, Überraschung, Überraschung. Wir sorgen uns doch. Ich sagte, ich will nicht darüber reden. Seit wann so sensibel? Denkst du denn, Samantha gehört zu dir? Ich meine, sie war Masons Tochter. Und weiter... Du warst gar nicht dabei, als sie geboren wurde. Du konntest noch nie was mit Kindern anfangen. Tja, mein Vater hatte ja auch nie ein Verhältnis zu mir. Hast du nie gedacht, dass ich das vielleicht ändern will? Tja, das wäre mal was Neues. Ich wäre vielleicht so eine Art Vater, der seiner Tochter sagt, lebe dein Leben und lebe deine Träume. Ja, das könnte ich tun. Ich hatte den Eindruck, Julia hat es ernst gemeint mit dem Besuchsverbot für Samantha. Vielleicht solltest du ein Kind adoptieren. Du kannst es dir leisten. Merkwürdige Auffassung. Wieso? Du sagst, ich soll meine Tochter vergessen und einfach eine neue kaufen. Wie würdest du dich wohl fühlen, wenn es hier um Brandon gehen würde? Ich denke nicht, dass du deine Situation mit meiner vergleichen kannst. Halt doch die Klappe, denn immerhin geht es um mein Kind. Ich würde mir an deiner Stelle auch schon mal Gedanken machen. Wie soll ich denn das nun wieder verstehen? Denkst du wirklich, der alte C.C. Capwell nimmt das, was wir ihm angetan haben, so einfach hin? Nein, Süße. Wir wissen doch beide, dass er bereits jetzt auf Rache sind. Und wir beide wissen auch, woran er zuerst denken wird. Deinetwegen habe ich das angefangen, Dad. Weil ich wusste. Ich wusste, dass du exakt dasselbe getan hättest. Wenn du auch nur eine Ahnung davon gehabt hättest, dass etwas auf den Bohrinseln deine Freunde vergiftet, du wärst auch der Sache auf den Grund gegangen. Ich habe es mir geschworen. Man kämpft doch, um zu gewinnen. Nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen, die sich ihren Rücken krumm buckeln, 20, 30 Jahre ihres Lebens und ihnen nichts anderes bleibt als ihre Sterbeurkunde. Aber es hat nicht funktioniert, Dad. C.C. Capwell hat uns in die Tasche gesteckt. Ich dachte, er hat mir schon alles genommen, was er konnte, als ich dich verlor, Dad. Aber das hier schmerzt noch mehr. Weil ich dachte, das macht dich stolz. Wagen
ist das? Mark Driscoll, von der Generalstaatsanwaltschaft. Sie haben auf unsere Anrufe nicht reagiert, Miss Wainwright. Tut mir leid, ich hatte in letzter Zeit sehr viel zu tun. Es geht um das Verschwinden des entscheidenden Beweises in einem der spektakulärsten Fälle in Kalifornien. Ein Fall, von dem wir erwartet haben, dass Sie ihn klar gewinnen. Wie konnte das nur passieren? Scott? Hallo, Daddy. Nein, alles in Ordnung. Scott scheint sich nur zu verspäten und ich dachte, er fährt dran und sagt mir Bescheid. Ach ja, du denkst, ich kenne die Dienstpläne der Ärzte auswendig. Erzähl mal, wie läuft's denn bei dir so? Tatsächlich ist ja toll. Und wann kommst du wieder nach Santa Barbara? Gut, dann haben wir noch etwas Zeit, das Haus zu renovieren. Oh, nein, es ist nur viel Arbeit. Nein, Daddy, natürlich nicht. Kein Rückzieher. Okay. Ja, ich dich auch. Bis dann. Und was sagt die Staatsanwältin? Sie hat eigentlich nur gesagt, dass wir den Fall verlieren ohne die Papiere. Vielleicht besorgst du dir einen Anwalt. Nein, ich befürchte, jeder andere würde dasselbe sagen. Ach, komm schon, du kannst jetzt nicht einfach aufgeben. Manchmal hast du keine andere Wahl. Das ist nicht wahr. Solange du an etwas glauben kannst, Gotti. Du warst derjenige, der mir das immer wieder gesagt hat. Jeden Tag, immer wieder, das sind alles nur deine Worte. Hey, das Wenigste, das du tun kannst, ist, ihnen die Stirn zu zeigen. Ted hat mir gesagt, dass du am Boden zerstört seist. Gott sei Dank scheint es dich nicht davon abzuhalten, doch noch deine eigene Haut zu retten. Bist du deshalb gekommen? Als Moralistin? Ich bin gekommen, weil dein Sohn sich Sorgen um dich gemacht hat, aber das war anscheinend umsonst. Aber dieses Bild hier spricht für sich. Ich werde es abrufen, wenn ich wieder einmal schwanken sollte. Ich vergesse bestimmt nicht, dass du lieber Beweise vernichtest und Erpresser bezahlst, als den Familien, die du zerstört hast, etwas Geld zu geben. Was ist los? Was soll denn das? Willst du mir Angst machen? Nein, das will ich nicht. Ich meine, zum ersten Mal in unserem Leben stehen die Dinge ganz gut und du ziehst hier eine Leichenbittermine. Ich denke ja nur, wir sollten jetzt nicht durchdrehen, sondern weiterhin gut aufpassen. Sissy wird sich sicher nicht verstecken. Wie ich ihn kenne, arbeitet er schon an einer neuen Strategie. Ja, aber ganz sicher denkt er dabei nicht an Brandon. Er wird mir Brandon nicht wegnehmen. Er weiß es genau. Ihm ist völlig klar, dass der Junge nur mit mir glücklich werden kann. Hoffentlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Ich weiß nicht, was du hast. Wir haben noch nicht mal den Champagner geöffnet. Jetzt haben wir endlich einen Grund zu feiern. Und du sitzt griesgrämig da. Du ziehst ein Gesicht, das es kaum auszuhalten ist. Wir sollten uns endlich mal freuen. Die Dinge sind noch nie so gut für uns gelaufen. Sieh dir das an. Er hat nicht mal geknallt. Aber nur weil ich... Naja, weil ich den Korken so vorsichtig rausgezogen habe, weißt du? Ich hätte ihn schütteln sollen. Hier, willst du den ersten Schluck oder soll ich? Nein, schenk dir ein. Ladies first. Na gut. Cheers. Der ist ja fad. Dachte ich mir schon. Ich sag das nur ungern, aber wenn ein ganzer Fall von einem einzigen Beweisstück abhängig ist und dieser Beweis dann verschwindet... Erinnert mich das an Ihren Vorgänger? Sie wollen meine Schwester doch nicht mit Keith Timmons vergleichen. Wir hatten alle die Hoffnung, dass Miss Wainwright die Würde des Amtes ganz zu schweigen von dessen Effizienz wiederherstellt. Aber damit ich Sie verstehe, müssen Sie mir schon erklären, wie ein so wichtiges Beweisstück einfach aus dem Tresor verschwindet. Wenn ich dafür eine Erklärung hätte, würde ich sie Ihnen verraten. Hoffentlich werden uns die laufenden Untersuchungen etwas weiterbringen. Das hoffe ich auch. Bis dahin... Sollte ich Sie auf die Tatsache hinweisen, dass wir Sie aufmerksam beobachten, damit in Zukunft solche Fehler nicht vorkommen? Ich verstehe, ja.
Enttäuschen Sie uns nicht, Miss Wainwright. Das wäre sicherlich nicht in Ihrem Interesse. Danke für den Tee. Jetzt weiß ich, wie es ist, wie ein Verbrecher behandelt zu werden. So habe ich es mir vorgestellt. Diese eiskalten Augen. Wie kann ein Mensch nur so arrogant sein? Ich habe den Eindruck, wovor du dich fürchten musst. Nur vor den Ermittlungen habe ich recht, die der Generalstaatsanwalt durchführen wird. Ich glaube, er hat ein starkes persönliches Interesse daran. Sicherlich finden sie ja gar nichts. Ich hoffe schon beinahe, dass sie was finden. Weil ich lieber ins Gefängnis gehen würde, als je wieder jemandem wie Norma Jacobs in die Augen zu sehen. Das meinst du doch nicht ernst. Wäre es nicht Ironie des Schicksals, wenn alles ans Licht kommen würde? Nicht nur, weil ich auf die Frage antworten müsste, wie ich mit den Beweisen umgegangen bin, sondern weil alles rauskommen würde. Einschließlich der Details von meinem Verhältnis zu Michael. Dann würde sich herausstellen, ich habe das Leben dieser Menschen umsonst aus dem Gleichgewicht gebracht. Dann wären auch all meine Strapazen umsonst gewesen. Und absolut unnötig.